Seid mir gegrüßt beim fünften und letzten Orakel-Video auf unserem Kanal mit dem Main-Event wahrscheinlich von NXT TakeOver Phoenix. Aleister Black alias Michi alias Blue Magic gegen Tommaso Ciampa. Nein, Tommaso heißt er eigentlich richtig. Alias ich habe doch jetzt schon wieder verloren, wenn ich das so sehe. Ein Aleister Black mit Widerstand und allem drum und dran. Aber wir werden es sehen. Und go, Michi gibt dein Bestes. Und auch hier natürlich wieder, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wer dieses Match gewinnt. Und wieder eure Meinung zu Ciampa und Black auch in die Kommentare schreiben. Eigentlich müsstest du das mal auf Kassette aufnehmen oder so, oder als MP3. Warum? Dann müsstest du das nicht immer wiederholen. A shoulder breaker. Close quarters. Aua. Der Champ, das sieht echt gut aus. Ach, ich kann... Alter, wieso kann ich denn... Aua. Au! So, jetzt pass auf. Mit Ansage, ha! Dieser olle Holländer, der dreht sich da unten in der Luft und alles. Geh weg! Mit seinen ganzen Minus. Blake hat seine Konter schon alle verschenkt. Rein. Ach, was macht er denn wieder? Diese Running Moves sind so dämlich. Nö. Nein. Boah, diese Clothesline, Alter. Super. Die hat gesessen. Nein. Doch. Oh. Beautiful technique. Aleister Black a little out of his element here. But he's very aware of who he's in there with and what he has to do to rebound. He just has to make sure this doesn't. Ja, ist klar, zwei dumme Eingedanken, aber du triffst. Oh mein Gott, was war das denn? Motivated than ever heading into this match, which makes me think he still has plenty of fight. Überhaupt nicht mit gerechnet, dass der jetzt sowas hat. Ich wiederhole, dieser Move sieht seltsam aus. Aua! Lass das! Suplex! Too quick for him there! Autsch! 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 Aua, aua! Okay, Ciampa ist jetzt auf einem Ohr taub. Ja! Ja, nee, ist klar. Ich wollte gerade sagen, Alter, übertreib halt mal völlig. Diese Reichweite von Blake. The WWE Universe is coming unglued, an absolute fever pitch here. Oh, what a slam. Aua. Der tut weh, den hab ich auch. He wants no part of the outside. Und Blake. Wieder im Ring reingerollt worden. Not today. Aleister Black absorbing some offense here. He'll need to find a way to turn things around here. Alles great time here. He absolutely has to find a way to get back on the offensive. Aber beide haben die Moves, ne? He's made ja. A statement here with this attack. Problem ist, wir wissen, also
Bei Black weiß ich, was er tut. Bei Ciampa habe ich keinen blassen Schimmer. Klar, aus dem Stand. Ja. Das konnte ich nicht kontern, da war nicht mehr irgendwas gestanden. Nice, shut it down. Ouchie. Oh Gott. Ja. Es ist so lustig. Dieser Move ist so verbuggt, was das Pin angeht. Aua. Beine gebrochen. Aua. Oh nein. Wie gesagt, du hast Glück, dass ich nicht weiß. The circumstances are looking dire for Aleister Black. You gotta believe this one's over. This is all but over. That's the way they drew it up. Oh boy, he is wrong. Oh, eine Grütze, Mann. Aleister Black may have it. Kopf ab. Oh, das ist die gesteigerte Version von dem Ripcord Knee Strike, glaube ich. Eieiei. Ach, roll dich doch nicht raus. Tschüss. Findest du draußen nochmal besser? Hier draußen kann ich Böden abreißen. Wenn das gehen würde, ne? Nee. Das wird auch nicht mehr lange dauern. Weg. So eine Animation, dass du den Matten Boden mitmachen kannst. Ja, komm rein. Und komm, Blake, ein bisschen schneller. Taking on any more damage here could very well mean the beginning of the end. Oh. Gut, dass das eigentlich Disqualifikation bedeutet. Hätte Ciampa jetzt gewonnen. Wow, what a sequence. Yeah, that was amazing. Whoa, it's another reversal. I don't think I've ever seen anything quite like that. Boom. Aua. Autsch! Ich kann nicht glauben, dass das noch läuft, besonders nach dem Beating, das heute delivered tonight. Got the leg. Oh, leg sweep. That'll tear your knee up. Was macht der da? Das weiß ich auch nicht. Hallo. Right now, gonna have to find a way to regroup. Das sollst du sehen. Ich geh dann mal. Oder auch nicht. Ich geh dann mal. Oh, the reversal by Aleister Black. Ouchie. Eieieiei. Vor allen Dingen das Witzige ist, ich hab's ja schon mehrfach erklärt. Oh Gott, ist das klein. Was war das denn, Michi? Na, ich wollte das jetzt nicht so machen, weil das war ja scheiße. Und ich hab noch nicht mal Pin-Combo gedrückt nach dem Blackness. Das Ding hat ein Pin-Combo. Aua. Du meinst sowas? Oh. Black kommt nochmal raus, das war knapp. Ich kenne da nix. Ich spiele Black. Quatsch, ich spiele Ciampa und der ist halt so. Nein! Ja! Oh nein. Hat er ein Glück, dass der grüne Punkt da war.
Der grüne Punkt errettet Leben. Kann man so sagen. Na los, Jumper, steh auf. Das Gemeine ist, du hast immer noch den Widerstand zur Hilfe. Der ist noch nicht mal voll. Doch, ist er. Der ist nur auf der falschen Seite. Und weil du gerade nicht in der Pin-Animation bist, kannst du nicht wechseln. Oh je, das war keine so gute Idee, feiern zu lassen. STO! Oh boy, he is rolling. Und da ist. Warum hat er jetzt nichts gemacht, Alter? Mann, war das knapp. Aber so wird es ein Tommaso Ciampa auch nicht beenden, glaube ich. Mit dem Einrollerchen. Ja, ich glaube auch nicht. Echt schwierig, ob noch. Mann, das will ich doch gar nicht, Mann. Aber ich vermute echt, dass das der Hauptkampf wird. Entweder der oder der Ricochet. Ja. Big Slam. Oh boy, he is rolling. Ei. Hooked up and. He knows he's in trouble. Oh. Lands this black mask. Oh. He thinks he has it. I. Two. I. Nein. NXT Black ist der neue NXT Champion. Ob wir das in der Realität auch so sehen werden? Ich denke nicht. Aber gut. Wir werden sehen, alles heute Abend ab 2 Uhr, beziehungsweise nein, ab 1 Uhr. Ich verwechsel das immer wieder. 1 Uhr, 0 Uhr ist die Pre-Show. Genau, 0 Uhr Pre-Show, 1 Uhr geht's los. Alle die, die entweder Sky oder kommt das überhaupt auf Sky, bevor ich hier was Falsches sag? Nee, ich glaube, das kommt bloß auf dem Network. Okay, dann wenigstens alle die Network haben, einschalten, denn NXT... Takeovers lohnen sich immer. Es gibt natürlich so Ausreißer-Matches, aber sie lohnen sich einfach immer. Und denkt dran, dieselben Orakels gibt es jetzt im Prinzip auch bei Evo. Evo hat natürlich keinen Spielpartner, Evo lässt das Ganze spielen. Ich habe gedacht, wir machen das ein bisschen anders. Michi hatte Bock und danke nochmal dafür, lieber Michi, und Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne überall einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Schaut auch in die anderen Let's Plays. Ich empfehle in dem Fall Forest. Macht's gut. Tschüss. Bis morgen.